Was? Mahlzeit! Hallo! Hallo! zwei Piranhas labern jetzt hier Zeug, ne? Was haben wir jetzt? Achso, ja. Fulminant wird's jetzt. Groß, mehr, viel, ganz Quantität. Mehr. Rein da Zeug. Das Thema ist The More, The Better. Sag mir so. Das sagt dir gar nichts, ne? Aber, je mehr Games man hat, umso eher ist man ein richtiger Gamer, oder? Ja, alles klar. Jetzt weiß ich, worum es geht. Also, ja, genau. Oder ist das nicht so? Boah. Ne? Also, jetzt würde einer sagen, richtig müssen wir ja sagen, je mehr man gezockt hat. Aber haben ist ja auch nicht so schlecht, ne? Ja. Das heißt also, je mehr, desto besser. Loot. Ja. Spiele haben ist super, ne? Aber ist die Menge wirklich entscheidend? Nein, sie sieht doch schön aus. Ich habe mich mal mit Onkel Jo unterhalten, ja, und zwar über Computerspiele. Und irgendwann habe ich dann den Satz fallen lassen, naja, aber das weißt du ja sowieso besser als ich. Weil du hast ja schon irgendwie alle möglichen Spiele gesehen und bla. Und er hat ja auch so eine Retro-Ecke, wo er halt irgendwelche Sachen ausbuddelt und so. Der hat Mengen, Massen von Spielen und so weiter. Und dann hat er zu mir gesagt, oh, schön, dass du das so sagst, ne? Und das meinte ich auch wirklich ehrlich. So, ich glaube, der hat einen besseren Überblick über Spiele. So, und aber... Also rein redaktionell hat er das, ne? Redaktionell, weil er hat auch sehr viele Sachen beurteilt und so. Und ne? Er hat auch schon früh angefangen mit dem ganzen Retro-Kram, ja. Ne? Streamt übrigens jetzt auch Onkel Jo auf Twitch. Falls ihr euch das mal angucken wollt, wie der Retro zockt, dann schaut mal rein auf Twitch. So. Ist er der bessere Gamer? Unser Harry, ja, der hat sogar Death Stranding platiniert. Das heißt, der ist der Postbote der Welt. Der Beste. Mhm. So. Der ist aber auch der beste Dark Souls-Spieler. Ach so, der beste Dark Souls-Spieler und auch der beste Battlefield-Spieler. Also, der platiniert gerne. Ungeachtet dessen hat er vermutlich auch ziemlich viel Lametta. Ja, gerade auf Steam ein Riesen-Library und hast du nicht gesehen. Das heißt, der ist nicht nur... Aber wie gut ich bin beim Zocken, hat ja nichts damit zu tun, wie viel Ahnung ich habe, ne, von dem, was es so gibt. Ist das so? Hm. Ich weiß nicht. Das ist schwierig zu sagen. Ja. Was meint ihr denn? Ist das so? Muss man viel gespielt haben, um es beurteilen zu können? Also, je mehr Spiele man hat, umso besser. Lassen wir das mal so stehen. Ne? So. Ist auf jeden Fall cool, viele Spiele zu haben. Und man hat aber auch viele Spiele mal gehabt und dann sind sie weg und so weiter und dann will man sie vielleicht wieder haben, damit man auch beweisen kann, dass man sie hat oder hatte oder irgendwie so. Früher hat man so Floppies rumfliegen gehabt oder irgend so ein Krampel und so. Und vieles von dem alten Zeug gibt's ja dann vielleicht auch noch irgendwo auf den Grabbeltischstheken dieser Welt oder auch Flohmärkten, ne? So, weil es gibt ja auch viele Sachen, die man jetzt hier auch noch retro kaufen kann. Zum Beispiel bei Steam oder so. Gibt auch Good Old Games und so ein Krempel. Aber gibt es auch die ominösen Schnäppchenjäger auf dem Flohmarkt? Habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr schon mal irgendwie diese alten Dinger ausgebuddelt und Flohmarkt geguckt? Und ach, guck mal hier, das habe ich gespielt. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, ob sie das mal gemacht haben. Und die haben Folgendes gesagt. Ja, und tatsächlich, vielleicht jetzt nicht direkt... Flohmarkt, aber ich habe Anfang der Nullerjahre in London in einem buddhistischen Charity-Shop Elite, die Kassettenversion in der für umsonst Kiste gefunden. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist der absolute Hammer für C64. Perfekte, also super erhalten, mega geil. Ja. Ja, einmal, glaube ich, da habe ich mir war mein Spyro kaputt gegangen, das Spiel, genau. Und ich wollte es unbedingt nochmal spielen und habe das dann halt auf Flohmärkten gesucht, ob ich es irgendwo finde, weil ich liebe den lila Drachen einfach. Und tatsächlich, als ich einmal in Tokio war, da kommst du ja nicht drum rum, dass du durch diese geilen Secondhand-Krabbelläden läufst. So. Das ist jetzt nicht direkt ein Flohmarkt, aber ja, das mache ich sehr gerne, also Schnäppchen jagen, ja. Ja. Einmal. Nie wieder. Nein, also jetzt explizit, um da welche zu kaufen, nicht. Aber ich habe dann schon immer mal neugierig geguckt, wie denn so der Preis liegt. Und
so wie der Preisverfall sozusagen ist. Ich war tatsächlich bis jetzt noch nicht auf einem Flohmarkt, um nach Spielen zu gucken. Ich hab's definitiv vor, aber bisher mit Corona ist es leider super schwierig. Nein, tatsächlich noch nie. Noch gar nicht. Nein, tatsächlich nicht. Überhaupt nicht. Weiß ich mag Flohmärkte nicht sonderlich gerne. Irgendwie ist mir da zu viel Trubel und bis ich die ganzen Kisten durchgesucht habe, das dauert mir alles zu lange. Da bestelle ich doch lieber online. Ja. Also ich habe das schon mal gemacht. Ist offensichtlich auch speziell, ne? Jetzt würde ich schon fast sagen, dass Flohmarkt und Internet-Flohmarkt gleichwertig sind an der Stelle. Es gibt Leute, die gehen einfach nicht auf den Flohmarkt. Das heißt aber nicht, dass es keine Sammler sind. Und so ein paar alte Schätzchen, die findest du auch sonst nirgendwo mehr, ne? Also auf dem Flohmarkt? Mhm. Naja, dann ist eBay auch Flohmarkt, oder? Genau. Würde ich schon gelten lassen an der Stelle. Wenn man es da findet. Ja, gut. Wir haben ja hier Spiele im Regal, ganze Menge und so. Und das sind tatsächlich nicht auf dem zweiten Bildungsweg irgendwie erstandene Sachen, sondern das sind tatsächlich die Sachen, wie ich sie gekauft habe. So, ne? Mhm. Und wir sind dann auch mehr oder weniger halt gut erhalten, wie dies hier zum Beispiel von Info Grains Soulbringer. Das erwähne ich immer wieder, weil dieses Spiel hat mich echt gefesselt. Das fand ich super. Weiß ich nicht, ob man das heute noch spielen könnte, ne? Ob man da irgendwie noch hinkommt. Aber das kam den Spielen, wie wir sie gemacht haben, auch sehr nah. Und solche Spiele habe ich immer geliebt. Die fand ich immer super. So, würde man das heute noch finden auf dem Flohmarkt, ohne dass es jetzt dir total komplett zerfleddert entgegenkommt? Ne? Das ist die interessante Frage, finde ich. Gut, wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge hier stehen von den ganz alten Schätzchen, die wir auch auf Flohmarkt veräußern könnten. Keine Ahnung, original verpackt ist natürlich dann auch immer noch so eine Geschichte. Mhm. Aber darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen. Sondern hier soll es darum gehen, ist es wirklich so, dass mehr auch immer mehr ist? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich die Spielerschaft in zwei Lager spaltet. Die einen, die sehr viel konsumieren und auch viel unterschiedlichen Kram, auch viel unterschiedliche Genres bedienen und Settings und so weiter. Ja. Und die tatsächlich sich einem Spiel widmen und dann auch dabei bleiben. Ne? Ja, schon. Das ist sowas wie Wortfindungsstörung. Wenn ich bei einer bestimmten Sache ein Spezialist bin, dann bin ich ein Experte. Okay. Und und wenn ich irgendwie breit gefächert bin, dann bin ich eben so ein, es gibt da so einen Begriff für. Hans Dampf in allen Gassen vielleicht, ja? Das ist schon wieder so negativ. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Worauf willst du denn hinaus? Naja, dass man halt ein Fachidiot ist. Ein Fachidiot? Ja, ist auch so negativ jetzt, aber der Begriff ist mir gerade eingefallen. Das heißt, Hans Dampf in allen Gassen und Fachidiot. Also Experte oder irgendwie, ist schwurbeli-bla. Also, ja, aber das bedeutet doch, dass ich Multitalent. Ja, aber beides hat seinen Wert. Darauf will ich eigentlich hinaus. Mhm. Ne? Das heißt, wenn ich mich breit auskenne, aber mich nicht spezialisiere auf etwas Bestimmtes, dann ist das halt schon cool. Ne? Ich würde auch keins von denen wegtun, weil mir täts dann leid. Weißt du, was ich meine? Obwohl ich es nicht mehr spiele. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich versteife mich nur auf dieses eine und bin darin der absolute Experte, dann hat das auch einen seinen Wert. Dann kenne ich mich mit Retro vielleicht nicht aus. Mhm. Aber damit. Ja, da wird ja mittlerweile auch Sport mit betrieben. Ne? Das heißt, es gibt ja die Sportler, die League of Legends zum Beispiel spielen. Es gibt auch noch viele andere Spiele, Shooter und so weiter. Aber League of Legends ist halt so ein Spiel, da spielt einer ein und dasselbe Spiel ständig und immer fortwährend und stetig und. Und du musst auch da am Ball bleiben. Und dann gibt es auch ein ganz bestimmtes Alter, wegen der Reaktionsgeschwindigkeit und wegen dem Skill und Gedöns, ja, wo du tatsächlich dann auch international dann erfolgreich sein kannst und ne, klicken und machen und tun und ne, Speedrun und dies und das. Ne, das ist schon krass, finde ich. So, ne? Und ist das jetzt ein richtiger Gamer? Oder sind wir Wald- und Wiesen-Idioten, die breit gefächert sind, jetzt richtige Gamer? Ich glaube, das kann man so nicht sagen. So more the better kann man auch nicht sagen. Mhm. So, ne? Es ist halt wie Kunst. Das ist Geschmack halt, ne? Es ist Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und Spiele sollen im Wesentlichen erstmal Entertainment sein.
So, ja. Und ich habe mal geguckt, wie die Steam Library jetzt aussieht, so intern bei uns. Ich habe etwa 50 Spiele in meiner Steam Library. Wie viel hast du da? Weißt du das auswendig? Also mittlerweile bestimmt mehr als 100. Mehr als 100, ne? Der Amadeus, der ein Vielzocker ist und der auch viel bei Humble Bundles zugeschlagen hat, Hauptsache er hat's, damit das mal irgendwann sich mal anguckt, ja? Der hat mal nachgesehen, 254 hat er. Ja, und der Harry hat mit Sicherheit noch mehr, vermutlich das Doppelte oder sowas. Mhm. Ja, und der spielt auch wirklich die Sachen durch. Und wenn der irgendwas anfängt, wenn man ihm zum Beispiel sowas sagt wie Uncharted ist geil, dann muss der mit dem ersten Teil anfangen und den muss der auch durchspielen. Vielleicht nicht platinieren, aber zumindest durchgespielt haben. Mhm. So, damit er mit dem zweiten anfängt. Gleiches gilt für Assassin's Creed. Ja, die haben ja thematisch nicht unbedingt immer miteinander zu tun. Es gibt zwar so einen roten Faden durch die Geschichte und so, aber wenn man ehrlich ist, kann man auch irgendein Spiel davon nehmen und einfach mal spielen. Die haben ja immer so eine Grundgeschichte drin, wo man sagt, okay, man kann es auch als Neuling neu anfangen, egal welches. So, auf jeden Fall, ja. Und aber für Harry ist das so, nein, der muss von Anfang an anfangen. Wenn er eine Spielreihe irgendwie anfängt, dann muss der auch das allererste dann gespielt haben und so. Und solche Dinge passieren da. Also bei mir ist es so, wenn ich viel spiele, ne, dann spiele ich so 3 Titel im Jahr, würde ich sagen. Große. Große. So, ja, die kleinen Spielchen so, keine Ahnung, mal antesten und mal schauen, ob das was für mich oder so. Das kann schon mal vorkommen, aber das würde ich nicht als Zocken bezeichnen, als Spielen so. Ne, das ist dann halt Testen so, weil so gesehen, nur gut, habe ich jetzt dieses Jahr auch schon über, weiß ich nicht, 30, 40 Spiele gespielt, aber das stimmt ja nicht. Ne, ich habe so angezockt, beurteilt und nee, ist doch nicht. Eine Sache zum Beispiel, die bei mir immer wieder hängen bleibt, ist das Spiel Gunspell. Mhm. Ja, das ist so ein Match-3-Ding irgendwie. Das habe ich jetzt schon, keine Ahnung, ein paar Jahre auf meinem Tablet-PC. Und das kam ich auch immer wieder raus. Und dann probiere ich mal wieder ein anderes. Und nach 5 Minuten merke ich, ach nee, ist doch nichts für mich. Und dann spiele ich doch wieder Gunspell, wieder 2 Stunden. So, ne? Aber das ist es auch. Guilty Pleasure nennt man das. Ne? So ein Lückenfüller-Spiel, ne? Gunspell. Das ist so etwas, wenn ich mal eben Zeit habe, aber nicht irgendwie den Rest des Abends, sondern nur so ein bisschen Zeit irgendwie. Ich habe aber irgendwie gerade ein bisschen Bock zu zocken, dann zocke ich ein bisschen Gunspell. Das ist auch sehr repetitiv, ne? Ganz klar. Wiederholt sich viel und so. Ja, ganz klar. Mal eben. Muss ich auch nicht groß in der Story aufpassen, weil die Story, die zieht sich über sehr viele Stunden irgendwie und ist auch jetzt nicht so kompliziert, sag ich jetzt mal, dass man schnell rauskommt und nicht, worum geht's hier eigentlich, wer bin ich, wie heiße ich, wo geht's lang, wo ist der Feind? So, das ist schon ziemlich straight, würde ich sagen. So, und das funktioniert. Mhm. Ne? Ja, was spiele ich aktuell? Fallout 4 in VR spiele ich, so, wenn ich dazu komme. Und ja, vorher, was habe ich da gespielt? Hier, das letzte Spiel, was ich gespielt habe, war Assassin's Creed Odyssey. Mhm. Ne? Habe ich sehr lange gespielt, über 80 Stunden oder so. Ne? Wo man sagt, das ist ziemlich cool. Und dieses Spiel, dieses komische Horrorspiel, wo wir an so einer komischen Stelle jetzt hocken, das habe ich auch sehr exzessiv gespielt. The Beast Inside? The Beast Inside, so, ne? War auch sehr spannend. Das war auch sehr spannend. War noch nicht durch. So, ne? Das sind so die 3 Dinger, die ich spiele, momentan. Mich hast du angefixt jetzt mit Exiled Kingdoms tatsächlich. Mhm, ist auch cool, ja. Mhm. So ein kleines Rollenspiel. Da kannst du so eine Figur spielen, die so ein Abenteuer erlebt in einer Welt. Das macht richtig Spaß und kostet gar nichts. Also am Anfang jedenfalls nicht. Was ich auf jeden Fall, the more the better, ist Spielzeit, ja, oder auch Menge, Quantität, Qualität, völlig wurscht, ja. MMOs habe ich nie angefasst. Das ist wirklich ein Zeitfresser Deluxe, wo man sich dann hinsetzt und dann stundenlang und Stunden und es ist ein endloses Spiel. Das kann gut sein, das kann geil sein. Ich mache das bei Fallout 4 ja auch. Ich habe jetzt 80 Stunden auf Uhr oder so, oder vielleicht sogar 100, ich weiß es nicht. Und das werden nochmal 100 werden. Das ist auch sehr, sehr, sehr lang. So, ne? Und das hat so ein Ding, wo ich sage, irgendwie, das macht Spaß und da komme ich auch mit zurecht, so über die Zeit. Und dann bin ich immer mal wieder drin. Aber ich glaube, wenn ich ein MMO, richtig so ein großes Spiel, wo du wirklich tausende von Stunden rein versenken kannst, ich glaube, da würde ich mich drin verlieren. Das habe ich damals schon gedacht. So, das ist ein riesen Zeitfresser für mich. Ne? Ja, und das ist auch darüber hinaus, ich kann das auch total gut nachfühlen, warum man da total Spaß hat. Aber es ist auch, wenn du deine Leute hast, mit denen du dich dann triffst, da hast du
über die Zeit, die du brauchst, um das zu spielen, auch noch die Absprache, ne, um dich dann für das Spiel zu treffen und so weiter. Also das endet ja nicht daran, dass man sich auch mal eine Stunde hinsetzt. Sonst könnte man sich ja laufen lassen wie Gunspell. Meistens funktionieren die aber so nicht, sondern darüber hinaus ist es einfach noch mehr. Und dann, ja, ich hab's auch nicht angefangen. Ich habe mal anderen Leuten zugeguckt eine Weile, ne, und hab das auch cool für cool befunden, aber hab gedacht, das ist einfach too much jetzt. Gut, ja, wie sieht das bei euch aus? Wie beurteilt ihr das? Mehr ist besser, ne? Mehr Spiele gespielt haben? Darf man dann mehr mitreden? Ist man dann expertiger als jemand, der irgendwie jetzt seit 3 Jahren erst spielt und vielleicht so 10 Spiele gespielt hat, aber dann auch die aktuellen und dann auch eigentlich Bescheid wissen müsste, weil er genug Zeit auf dem Tacho hat, um dann mithalten zu können? Muss man die Retro-Zeit mitgemacht haben, um wirklich zu sagen, so, ich kann es aber besser beurteilen? Wie seht ihr das? Das ist spannend, ja, weil so gibt's so Tendenzen, so Menschen, die halt das eine und das andere dann immer behaupten, so finde ich sehr, sehr interessant, weil meine Meinung ist, wir sind alle Gamer. Ja, uns geht um Entertainment und das, was Spaß macht, ist erlaubt. Ja. Alle Gamer, aber nicht alle Experten. Oh Gott. Wer ist ein Experte? Mhm. Na gut, ja, hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Ja, wie steht ihr zu Ingame-Käufen? Wie zum Beispiel in Assassin's Creed Valhalla gibt es eine Währung, mit der man in dem Shop, habe ich jetzt nicht nachgeprüft, steht so in der Frage, im Menü Kosmetikartikel kaufen kann. Die zerstören das Spiel nicht mit Pay-to-Win, sondern fügen lediglich gut aussehende Rüstungen oder Waffen hinzu. So, war jetzt ein Beispiel. Ja, kann man machen. Haben wir uns für unsere eigenen Spiele aber nie für entschieden. Ne? Das ist... Das ist nicht unser Ding. Das, ja. Ne? Das ist artverwandt mit DLCs, ne? Und Zeug, irgendwie zusätzlicher Content, so halb, so ein bisschen hin und her. Also wenn wir neue Sachen reinbringen oder sagen, irgendwie das würde dem Spiel gut tun oder so, dann patchen wir die einfach rein. In der Regel schon. Na, dann patchen wir die einfach rein und sagen so, das macht jetzt noch Sinn oder hier, das wolltet ihr, na, Beispiel Elex und die Rüstung, wie heißt sie? Die Alprüstung. Die Alprüstung oder Elexitor-Rüstung oder sowas, ja. In der Risen-Reihe gab es mal so ein Mini-DLC, da konnte man sich so eine Piratenrüstung irgendwie dazu holen. Aber die hat natürlich auch tuning-technisch dann schon Probleme gemacht, ziemlich schnell. So, das ist halt, es macht das Spiel schwieriger. Und wenn man so ein Spiel auf so ein Free-to-Play nicht, sondern auf so ein Micropayment-Ding auslegt, dann ist es darauf ausgelegt. Wenn es nicht darauf ausgelegt ist, ist es nicht darauf ausgelegt. Und das heißt, es macht Probleme. Mhm. Immer. Das kann man mal eben... Ne, schwierig. Es ist immer schwierig. Ja. Wenn es Item zu gut ist, dann hat es hohe Conditions. Aber wofür soll ich es mir kaufen, wenn ich mir das erst spielen muss? Mhm. Das sind so Dinge, ja. Da denke ich mir so, und ja, wenn es dann nicht... Wenn es rein kosmetisch ist, ist es auch wieder problematisch. Ja. Ne? Wenn das Spiel nicht auf reine Kosmetik-Rüstungen ausgelegt ist, das ist bei uns ja der Fall, ne? Das rote, grüne, blaue, gelbe Hemd, das haben wir ja in der Form nicht. Ne? Es ist ja alles irgendwie Rüstung. Ja, kannst du sagen, irgendwie... Ja, schwierig. Passte nicht zu uns. Nee. Nie. Ne? Ich habe mir mal ein paar Pokebälle gekauft. Ich habe auch ein paar gekauft. Vor allem so Zeug, ne? Goldmünzen, glaube ich, gibt's da, ne, die man ausgeben kann. Mhm. Und da habe ich auch schon so ein paar Sachen. Ist das Cheaten? Nein, das bietet das Spiel explizit an. Außerdem kann es ja sein, dass du irgendwo wohnst, wo gerade kein Pokestopp ist. Also, das heißt also, wenn ich einen höheren Level habe, bin ich dann auch der größere Experte in dem Spiel. Ob ich mehr gekauft habe oder nicht. Es gibt Leute, die haben das Glück, die wohnen direkt an der Arena. Das ist auch voll gemein irgendwie. Ja, der Kitsunake-Jan, der hört jetzt weg, ne? Mhm. So, ja. Und unser Heim hat gar nichts. Ja. Ja. Hast ja schon ewig versucht, hier einen Pokestopp irgendwie hinzu. Macht ja keiner. Macht ja keiner, ne? Ja, das ist schon eine spannende Sache. Mhm. Gut, dann hoffen wir, dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn es heißt Piranha-Becken TV. Bis bald. Mach's gut. Ja, Husti-Bär bist du, ne? Ich habe immer weniger Oktave, glaube ich, je mehr ich rede. Ja, die nächsten 3 Folgen werden spannend. Mhm.